Sie sind 2 Stunden zu spät. Ja, sorry, dass ich ein bisschen später pünktlich bin. Ich bin mit der Deutschen Bahn gekommen. Den Punkt haben Sie schon mal bestanden. Kommen Sie denn allgemein zu spät oder nur, weil Sie heute mit uns gefahren sind? Ich bin ehrlich. Manchmal komme ich frühst nicht aus dem Bett raus. Da schlafe ich einfach 2 Stunden weiter. Hab so die Hälfte meiner Schulzeit verpennt. Grundvoraussetzung schon mal erfüllt. Wie würden Sie denn reagieren, wenn ein Kunde sich beschwert, weil beispielsweise das WLAN im Zug mal ausfällt? Das ist doch nicht mein Problem. Ich soll den Zug doch nur unpünktlich zum Bahnhof bringen. Wem das nicht passt, ich verschließe die Türen nicht. Ich sehe schon, Sie kennen unsere Geschäftsbedingungen sehr gut. Sie sind damit eingestellt. Morgen früh um 6 Uhr fangen Sie an. Cool, danke. Ich bin dann nächste Woche unpünktlich um 8 da. Und gleich eine Beförderung verdient. Also das hat man ja auch noch nie. Ach ja, da hätte ich noch eine Frage. Wann gibt's denn immer Lohn? Da wir nicht auf fremde Banken angewiesen sind und mittlerweile unsere eigene Deutsche Bank haben, geben wir am 15. eines Monats immer die Überweisung in Auftrag. Am 30. des Monats haben Sie dann das Geld. Vielen Dank, ich gehe dann mal. Oh, nach Fahrplan kommt der Zug ja schon in 5 Minuten. Dann haben Sie ja noch 30 Minuten Zeit, etwas essen zu gehen.